Und dann herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch, und zwar hatten wir letztens schon auf Teil 1 und 2 reagiert und heute holen wir uns den dritten Teil herbei von YouTube Kacke, die Superhörne. Das ganze Video von Mundsaune und der zweite Teil hat mich sehr überzeugt. Der erste Teil, den fand ich ein bisschen weird und irgendwie gar nicht zuordbar, was da überhaupt alles passiert. Aber gut, ich habe Stefan dabei, let's go. Hoffentlich ist er so ein bisschen wie der zweite Teil, denn ah, nicht sehr. Das Sass mit Markus Schwanz. Sorry, das hat mich irgendwie überrascht schon wieder, dass dieses Schwänzlicht da auftritt. F. Wer wird Deutschlands Sus? Im Moment ist mein Hirn nur noch Sus. Hier ist. Hä? Was? Was war das? Warum waren da so viele Männer in Dreiecksschlibbern unterwegs? Also, Junge. Ich möchte es nicht wissen. Also, ohne Witz, Dreiecksschlibber sind auch einfach nur ein Verbrechen an der Menschheit, an der Menschheitsgeschichte. Das kann man doch nicht for real rocken, oder? Nicht mal mit der entsprechenden Confidence, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Live aus Berlin, Deutschlands Sus. Erleben Sie jetzt 6 Kandidaten, unglaubliche Sexfähigkeiten. Sie wählen den Sieger. Heil. Und hier ist Ihr Spaß. Ja, Lila, Lila, Lilava. Mein Lieblingsmoderator, Jörg Pilali Lali Lava. Ey, Bro, ohne Witz, irgendwann glaube ich, dass das wirklich so heißt. Irgendwann ist der Punkt auch einfach. Aber gut. Das Fernsehen hat uns einfach all die Jahre verarscht. For real einfach. Er war zum Vorstellungsgespräch, hat gesagt, ja, mein Name ist Jörg Pilali Lava, ich möchte gerne die Sendung moderieren. Und die haben gesagt, nein, halt, stopp, Sie können die Sendung moderieren, aber Sie heißen ab sofort Jörg Pilava. So muss es gewesen sein. So muss es gewesen sein. Erlacht. Ich kann ein bisschen über den Kopf jetzt philosophieren. Würde ich auch gern machen, denn unser Kopf ist ein wahrer Malocha. Lol. Also selbst jetzt, wo Sie sich das total auf dem Sofa gemacht haben, sich vielleicht noch ein Kissen, sind Ihre beiden Gehirnhälften stetig am Scheiße quasseln. So wie ich. Oh, ja. Hole ich mir was zu trinken oder hole ich mir was zu stinken? Und wenn ja, was? Sass. Oder hole ich mir einen runter? Lol. Hole ich mir was zu kissen? Und Sie entscheiden auch, wer die Siegprämie von, festhalten, 20 Euro bekommt. Was? 20 Euro? Waren das jemals schon so viele? Also das finde ich, das finde ich schon wirklich extrem, extrem viel Geld dafür, dass man da auftritt und zeigt, dass man das Superhörni ist. Guckst du zu? Donnerwetter. Super. Junge, hat er gerade so eine Kussandeutung gemacht? Ja. Also das war ja ganz, 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 ganz wild. Der war da mies am Flirten gerade, glaube ich. Der kleine Schlawiner. Man sollte mal mit einer Karte Fahrrad kriechen. Lol. Was die Gute? Wow. Och, Mann, ey. Bro, I don't know. Oh, wow. Lol. Hey! Genau. Digga, was? Junge, der ist doch ein Psychopath. Er ist straight up ein Psychopath, hä? What the fuck? Ich meine, du hast, das muss man auch mal sagen, dass du wahnsinnig gelenkig bist, haben wir eben schon gesehen. Du hast dein Abi mit 0,0 gemacht. Ja, das stimmt. Sau schlecht. Sau, Würde ich mich schämen. Würde ich mal zu der Sendung kommen. Also, was zum Fick, Mann. Du quasi. Was? Also, erst etwas koordinieren im Kopf und dann nachher blind koordinativ da durchzukommen, ist wirklich eine Wahnsinnsleistung. Ja! Stand da unveränderter Ton? Unveränderte Lautstärke oder so. Stand da, ja. Okay. Okay. Aber der jetzt kommt, der junge Mann, der wird uns eh nicht begeistern. Ja, also Gehirnzellen, das sind wirklich unglaublich flinke... da hat man wieder kurz ausgesetzt bei ihm, oder? Junge, er könnte sich vielleicht mal ein Beispiel an seinen Teilnehmern nehmen. Also wirklich, kann sich da mal eine Scheibe von abschneiden. Krass! Ey, das war's halt einfach. Ey, weißt du was, dann lass uns doch den vierten Teil hinterher schieben. Der ist nämlich auch relativ kurz. Aber ich muss echt sagen, ganz kurz muss ich
einwerfen, wie ein Flummi. Ich verstehe denn den ersten Teil von Die Superhirne nicht, weil das hat ja gar nichts mit den anderen drei Teilen denn zu tun. Ja, aber sowas hatten wir, oder sowas Ähnliches hatten wir doch bei anderen auch schon. Ja, okay. Das einfach nur random war. Ja, okay. Wunderbar, wunderbar. Ja, pilali, lali, lali, lava, vava. Der Beste. Der Beste. Aber du bist trotzdem gekommen. Du hast 6 Wochen hart trainiert, ja. Richtig hart. Mhm. Und wir wollen sehen, was du drauf hast, das im Laufe der Sendung. Und jetzt starten wir durch mit dem ersten richtig großen Ergebnis. Der sieht. Ach. Junge, wie selbstzufrieden er da sitzt und lacht. Das ist eher so. Schöne Lächeln, ja. So bodenlos. Richtig gut aus. Genau 10 cm, nicht die zu dir. Ja, super. Wir werden jetzt mal dem großen Ergebnis entblößen und wichsen und kommen. Und dann packen wir das schöne Stück wieder ein. Die. Philipp Lahm wird hier auch noch gleich mit nacktem Fett Arsch auftreten. Aber das hat alles etwas wirklich mit Sex zu tun. Dann machen 2 Männer. Ach, meine Güte, ey. Also, Jörg, ne? Also, langsam reicht's aber dann auch mal wieder. Also, langsam reicht's, Adler. Aus Recht. Wie hast du mit mir so eine Übung gemacht dort, nicht? Ja, du bist sehr gedehnt, habe ich gesehen. Ja, ich bin extrem gehirnamputiert. Er hat mich dann noch eingeführt. Ich habe so den einen oder die andere lachen hören während des Films, meine Damen und Herren. Ich habe ihre Eltern gefickt. Dass man das so live droppen kann, finde ich mutig. Finde ich sehr mutig. Einfach mal die Ehre von den Zuschauern genommen. Holy shit. Sag jetzt nichts falsch. Nee, du warst gut. Ja, Soos. Oh, für diese junge Frau ist das Leben ein Schnunst. Rollolor. Christina Bauch 24 behauptet. Was war das? What the fuck? Ich kann nur an den Bewegungen eines Kandidaten erkennen, welche Frau er findet. Und da sehen wir nämlich das aktuelle Superhirn. Boris, da sitzt er, ja? Boris hat gesagt, okay, ich bin gerne bereit, mit ihr 6 Wochen mal zu trainieren und dann mal zu gucken, was man draus machen kann. Wir fragen dich jetzt gar nicht, wie Stand der Dinge ist, weil wir gucken uns erst mal an. Lal kann lachen raus. Sie muss. Aber du darfst keinen Fehler machen und musst alle 4 lösen. Nur dann hast du die Chance darauf, super scheiße zu werden und die Chance auf 25 Euro. Digga, es wird mit jeder Show einfach mehr. What the fuck? Aber dann, das muss ja eigentlich heißen, dass das dann erst die 5. Ausgabe ist. Okay, ja, das kann schon sein, ja. Oder? Das stimmt. Ist aber auch ein bisschen unglaubwürdig. Ja, ich weiß nicht, schwierig. Also, dass sie dann 25 Euro zusammenbekommen haben. Oder sie waren schon mal höher und sind dann wieder runtergegangen. Weil sie gemerkt haben, nee, das ist zu viel. Das können wir auf Dauer nicht stemmen. 30 Euro können wir auf Dauer nicht stemmen mit dieser Show. Und, weil, wir nehmen unten in der Lounge so lange Platz. Ja. Und hinterher wird ordentlich gefickt. Wir starten gleich den Zufallsgenerator. Ich bitte dich schon mal, Jürgen, an den Durchfallsgenerator. Ja! Du bist. An den Durchfallsgenerator? Hast du keinen? Ein Spaß. Ich bin kein Spaß. Man muss Mut zum Scheißen haben. So. Das ich auch. Nein, aber es geht ja bei dir um Fitnesse. Nee, du machst es wirklich. Ja, das hätte jetzt total in die Hose gehen können. Nee, da ist nichts in die Hose gegangen. Du. Also. Nee. Und wer spielt im Endspiel dann in London? In Bayern und Dortmund. Und wer gewinnt dann? Bayern, ganz eindeutig. Das will keiner. Kopf. Wahrscheinlich einfach noch mal kurz das Cockwort droppen. So. Geile Videos von Mundsaune. Kuss geht da raus an den Vorschlag. Schaut bei Mundsaune auf dem Kanal vorbei. Ich habe alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like, ein Abonnement und einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr, sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auch rein. Ciao.